aber für die Muslime ist es hier nur die drittheiligste Stätte. Das stimmt. Also nach Mekka und Medina gilt Jerusalem sozusagen als der dritte heilige Ort für Muslime. Es gibt sozusagen keine Vorschriften, dass man dorthin pilgern muss. Es gibt nicht die Hadsch wie nach Mekka. Die Bedeutung von Jerusalem, wenn man das sozusagen in den Quellen liest, war auch unter Muslimen lange Jahre umstritten, weil das alles nicht so ganz klar war. Im Koran wird eine ferne Kultstätte erwähnt oder eine ferne Moschee. Und Mohammed soll also eine nächtliche Reise dorthin angetreten haben. Da gibt es sehr viele schöne Darstellungen. Also das ist jetzt eine persische. Da ist Mohammed jetzt auch nicht, das Gesicht auch nicht zu sehen, aber mit sozusagen Abbildungen von Menschen hatte die persisch-islamische Kultur nie so ein Problem, die schiitische insgesamt nicht. Das zeigt jetzt also mit Mohammed an einer nächtlichen Reise auf Burak zur fernen Kultstätte, von der man dann annahm, das muss Jerusalem gewesen sein. Ist alles ein bisschen zweifelhaft, weil die einzige Kultstätte, die sich dort oben auf dem Tempelberg damals befunden hat, war eine Kirche. Also eine Moschee gab es dort sicherlich nicht. Und von dort soll er dann auch noch seine nächtliche Himmelsreise unternommen haben. Was aber für die Muslime viel wichtiger ist, eigentlich noch, ist natürlich die zukünftige Bedeutung von Jerusalem und dem Tempelberg, denn dort soll das jüngste Gericht stattfinden und die Seelen gewogen werden und über das Feuer und all diese Dinge. Da gibt es eine schöne Darstellung, das ist jetzt also eigentlich ein aus Indien stammender Druck, ist aber glaube ich auch, Kurt, du kannst ja ein bisschen lesen, das ist irgendwie auch Persisch, ne? Also das ist auch Farsi, oder? Beit al-Quds, das Haus hier, also das Haus al-Quds ist das überschrieben. Ne, aber es ist, also es zeigt Jerusalem, den Tempelberg, eine etwas fantastische Darstellung von Leuten, die sicherlich nie dort waren. Also irgendwie soll das da die Al-Aqsa-Moschee sein und das da hinten der Felsendom, die natürlich wissen, eher so aussieht. Ne? Aber es zeigt eben auch sozusagen alle Gerätschaften und Installationen, die es braucht, sozusagen für das Abwiegen der Seelen beim jüngsten Gericht und was alles da so stattfindet. Das heißt, für das kommende Heil spielt Jerusalem im Islam durchaus eine ganz zentrale Rolle. Und gegenüber der Al-Aqsa-Moschee ist natürlich das eigentliche Wahrzeichen Jerusalems, der Felsendom. Für das Christentum hat tatsächlich der Tempelberg keine besonders große Bedeutung. Natürlich ist das der Schauplatz einiger neutestamentarischer Überlieferungen. Natürlich soll hier der junge Jesus mit den Schriftgelehrten geredet haben und die Vertreibung der Wechsler, die den Pilgern Säkulares gegen den Tempel vorbehaltenes Geld getauscht haben, soll hier stattgefunden haben. Es soll natürlich der Ort der Schöpfung sein und des Isaaks Opfer oder bei den Muslimen des Ismail Opfer. Und natürlich in den Religionen gibt es sozusagen jede Menge apokalyptische Vorstellungen, die mit dem Tempelberg verbunden sind. Für die Juden ist klar, dort soll der Tempel gestanden haben, schon der erste, der salomonische Tempel. Und über den berichtet uns lediglich die Bibel, also wir haben keine historischen Quellen über den salomonischen Tempel. Der ist bis heute nicht archäologisch nachweisbar. Er war, so sagt man, der Besitz des Allerheiligsten, also jenes Ortes, an dem die Bundeslade mit den Steintafeln, mit den 10 Geboten aufbewahrt wurde und damit das Fundament der jüdischen Religion. Der Tempel wurde, nimmt man an, 568 vor der Zeitrechnung von den Babyloniern zerstört. Und nach der Besetzung Jerusalems durch die Perser und der Rückkehr, zumindest eines Teils, eigentlich gar nicht alle, aber eines Teils der nach Babylon in Exil geführten Juden nach Jerusalem wieder aufgebaut. Wie, weiß auch keiner. Später dann durch Herodes grandios sozusagen neu errichtet, der dann wirklich so ein bisschen sozusagen mit den Römern wetteifern wollte. Und ja, im Jahr 70 fiel die gesamte Tempelanlage der Zerstörung der Stadt durch die Römer zum Opfer, das ist historisch nachgewiesen. Und was übrig blieb, war eben die sogenannte Westmauer, Kottel, hebräisch für Mauer oder Klagemauer, wie sie eigentlich vor allem in der
christlichen Überlieferung dann genannt würde, übrig, also Überreste eigentlich einer Stützmauer des Tempelbergs, die unter Herodes Agrippa kurz vor der Zerstörung des Tempels fertiggestellt wurde, also zwischen 50 und 70 nach der Beginn der Zeitrechnung. Unter byzantinischer, also christlicher Herrschaft wurde der Tempelberg dann gezielt entweiht und als Müllerplatz benutzt, also sie sozusagen komplett desakralisiert. Und zwar, da gibt es auch historische Überlieferungen, wo wirklich steht, an diesem Ort den Müll abladen. Das ist sozusagen der Ort, der soll gezielt sozusagen schäbig gemacht werden. Und eigentlich erst mit der muslimischen Herrschaft, der Eroberung Jerusalems im 7. Jahrhundert, wird der Tempelberg wieder zum zentralen Ort. Also sie räumen da erstmal auf, dann wird sozusagen die erste Moschee dort gebaut, dann die zweite, der Felsendom am vermuteten Ort des Tempels und des aus muslimischer Sicht Ismail-Opfers, sozusagen dieser Ort erneut sakralisiert, und in den ersten Jahren wurde Juden durchaus auch das Gebet auf dem Tempelberg offenbar erlaubt. Also die Juden konnten sozusagen sich religiös unter der neuen muslimischen Herrschaft durchaus besser entfalten als unter byzantinischer. Das hatte dann allerdings auch wieder ein Ende, spätestens unter Al-Hakim, also diesem Fatimiden-Kalif aus Kairo, der durchaus mit weniger Toleranz auf die anderen Buchreligionen reagierte und der Christen und Juden dann zum Teil auch gewaltsam verfolgen ließ und sozusagen dafür sorgte, dass der Haram al-Sharif jetzt wieder nur Muslimen vorbehalten ist. Seitdem ist Jerusalem und der Tempel natürlich ein jüdischer Traum, und es ist ein jüdischer Traum, der in einer bestimmten Art und Weise sowohl rituell im Jahreszyklus immer wieder aktualisiert wird, also nächstes Jahr in Jerusalem, und der auch sozusagen in Form von Misrach-Tafeln, die in jüdischen Häusern an der Ostwand montiert, sozusagen die Gebetsrichtung, ähnlich wie im Islam, eine Gebetsrichtung vorgeben sollen. Eine besonders kostbare haben wir gerade im Keller, das ist ein Bild davon. Das ist jetzt keine Misrach-Tafel, wie die normalerweise ist, also aus Papier meistens, sondern eine aus Stein, aus so Gussmarmor. Die ist auch fast nicht so groß wie das Bild. Die hing im Stadtpalast, im Londoner Stadtpalast von Moses Montefiore, einem jüdischen Patrizier in London, der irgendwann sozusagen aufhörte, Geld zu verdienen und anfing, es auszugeben, und zwar für wohltätige Zwecke, sowohl in London als auch für Ansiedlung von vor allem aus armen Juden in Jerusalem und anderen Siedlungsprojekten auch in Palästina. Und der hatte sich sozusagen auch durchaus eine Ansicht von Jerusalem auf diese Misrach-Tafel gestalten lassen. Da sieht man auch den Felsendom, also da ist noch keine Idee vorhanden, dass man den jetzt irgendwie wegkriegen könnte oder den Tempel wieder aufrichtet, sondern da wird einfach selbstverständlich der Ist-Zustand sozusagen zur Richtung gemacht, also der Felsendom, wie auch damals natürlich auch nicht genau, aber tendenziell aussah. Und natürlich der berühmte goldene Leuchter, den die Römer aus dem Tempel geraubt hatten und nur mehr wiedergegeben haben. Zu dieser Hoffnung, den Tempel wieder aufzubauen, der natürlich immer lebendig war im Judentum und sozusagen mit dem kommenden messianischen Zeitalter verbunden war, haben die jüdischen Glaubensrichtungen immer ziemlich verschiedene Positionen, unterschiedliche Positionen eigentlich eingenommen. Für die Juden in der Jaspora war diese Hoffnung eher eine ferne Utopie, die man sich nicht wirklich realistisch ausmalte. Man hatte nie die Vorstellung, dass man politisch über die Macht verfügen könnte, das zu tun. Das heißt, diese Rückkehr nach Jerusalem und der Wiederaufbau des Tempels war schließlich eigentlich eher so etwas wie eine Metapher. Und schon Menasse ben Israel hatte im 17. Jahrhundert in Amsterdam die Voraussetzung für die Ankunft des Messias durchaus kühn neu interpretiert. Er nahm sozusagen die Worte ernst, nachdem der Messias ja erst kommen könnte, wenn er die Juden von allen Enden, allen vier Enden der Welt zu sich rufen könnte, dass die Juden ja erst einmal an allen Enden der Welt leben können müssen, damit der Messias sie rufen kann. Das heißt, er hat eigentlich erst einmal sich dafür bemüht, überall auf der Welt, und sein Begehren war vor allem England,
überhaupt erstmal das Leben von Juden zu erlauben, also Verhandlungen zu führen, dass Juden überleben dürfen. Erst dann könne das messianische Zeitalter anbrechen. Ich weiß nicht, ob er augenzwinkernd daran gedacht hat, dass man es dann vielleicht auch gar nicht mehr braucht. Aber jedenfalls war das sozusagen über Jahrhunderte die Utopie. Rabbiner Grün aus Hohenems hat dann, als er im Rieskreis anfing, den Gottesdienst zu reformieren, gleich einmal die Gebete für die Rückkehr nach Jerusalem abgeschafft und sich damit jede Menge Ärger mit den Orthodoxen eingehandelt. Aber wie ich auch dachte, die orthodoxen Juden wollen zwar gerne, dass der Tempel wieder errichtet wird, aber sie wollen nicht den Tempelberg betreten. Das heißt, sie wollen ihn auch nicht selber bauen. Fundamentalistische Gruppen hingegen, egal ob sie sich orthodox nennen oder modern orthodox oder nationalreligiös oder auf christlicher Seite evangelikal oder pietistisch oder wie auch immer, die bereiten sich allerdings auf diesen Wiederaufbau des Tempels schon sehr konkret vor. Es gibt in Jerusalem das Temple Institute, die haben aus Gold den Leuchter schon mal wieder gebaut. Der ist jetzt schon, steht schon bereit und kann jederzeit sozusagen über die Gast getragen werden, um wieder seinen Dienst zu versehen. Und sie haben auch sein ganzes Team beschäftigt, alle Kultgewänder und alle Gerätschaften für den Opferdienst, das Schlachten der Lämmer und das Brot, die Brote, und es ist alles schon wieder da. Es befindet sich alles da in diesem Haus, wo eben das Tempelinstitut residiert, gegenüber von der Klagemauer, also gegenüber eigentlich vom Objekt der Begierde. Und die richten sich sozusagen darauf ein, dass der Tag jetzt ziemlich bald kommt. Es gibt natürlich jede Menge, wie gesagt, christliche Fundamentalisten, die das unterstützen oder selber sozusagen auf unterschiedlichste Art und Weise für den Wiederaufbau oder den Neubau des dritten Tempels werben, um die messianische Zeit herbeizuführen. Und das Einzige, worüber sich diese Gruppen untereinander streiten, ist, wie das passieren soll. Also ob man den Tempel zerstören muss und die Muslime vertreiben, oder ob man warten muss, bis Gott ein Erdbeben sendet oder irgendwelche anderen apokalyptischen Zustände, die die Muslime da von dort wegschaffen. Für die evangelikalen Christen ist damit die Erfüllung der apokalyptischen Prophezeiung des Johannesevangeliums verbunden. Und da heißt es eben auch, wenn alle Juden wieder ins Heilige Land zurückkehren würden und der Tempel wieder errichtet sei, dann stünde eben aus evangelikaler Sicht der Wiederkehr des Messias vor der Tür und das jüngste Gericht. Und so unterstützen diese evangelikalen Gruppen eben auch jede radikale Siedlergruppe, die irgendwie dafür sorgt, dass sozusagen die Verhältnisse in Jerusalem noch ein bisschen heißer wird. Und ähnlich auch die Zeugen Jehovas oder vor allem auch die messianischen Juden, also Jews for Jesus, die in Jerusalem, aber auch in ganz Israel zahlreich vertreten sind, um sozusagen beides zu tun, nämlich für den israelischen Staat zu werben und Juden fürs Christentum zu sozusagen missionieren und ihnen aber zu versprechen, dass sie trotzdem den Sabbat halten können. Unter der römischen Herrschaft, eins noch hier, es gibt natürlich jede Menge Möglichkeiten, den Tempel preisgünstiger und ohne Naturkatastrophen zu errichten. Schreiber Modellbaubögen bietet das sozusagen an für zu Hause. Meine Mitarbeiterin von uns hat den für die Ausstellung unten gebaut, und ich kann nur warnen, es sind viele, viele hundert, naja, nicht viele hundert, aber es sind mehr als 100 Arbeitsstunden, die man damit zubringt, dieses Ding wieder aufzubauen. Und wir haben auch aufgepasst, dass sie das Ding nicht wirklich fertig baut, weil man ja nie wissen kann. Mit der römischen Herrschaft wurde das in Teil zerstörte Jerusalem zum Provinznest. Und mit dem Beginn des Christentums rückt es wieder ins Zentrum. Und diesmal hatte sich natürlich der Mittelpunkt der Welt wundersamerweise ein paar hundert Meter nach Westen verlagert. Denn jetzt war die Grabeskirche natürlich der zentrale Ort, der auch als Mittelpunkt der Welt gedachte Ort in Jerusalem. Jerusalem wird ja von außen oft als Ort feindseliger Auseinandersetzungen zwischen Judentum, Christentum und Islam wahrgenommen. Doch auch innerhalb der Konfessionen herrscht heftiger Streit, und auch der wird häufig handgreiflich. Und das passiert auch in der Kirche vom Heiligen Grab, einem der bedeutendsten Heiligtümer des Christentums, wenn nicht dem bedeutendsten.
Voraussetzung für ihre Erbauung war zunächst mal die genaue Verortung des Grabes Jesu. Und sozusagen als erste Archäologin reiste Helena, die Mutter des römischen Kaisers Konstantin, unter denen das Christentum der Staatsreligion wurde, im Jahr 325 nach Jerusalem, um das Grab zu finden. Die Stadt hieß seit der Zerstörung im Jahr 70 Aelia Capitolina und fristete ein Dasein als unbedeutende, unbefestigte römische Kolonie mit einer Bevölkerung von damals ca. 10.000 Menschen. An der überlieferten Stelle der Kreuzigung und Grablegung Jesu, die sich unter einem Tempel der Aphrodite aus dem 2. Jahrhundert befand, ließen Helena und Kaiser Konstantin dann ab 326 eine Rotunde und eine fünfschiffige Basilika bauen, die im Jahr 335 schon geweiht wurde und dann auch den Golgatha-Felsen einschloss. Und diese Anlage wurde im Laufe der Jahrhunderte immer wieder beschädigt, zerstört, wieder aufgebaut, umgebaut und erweitert und hat dann schließlich diese merkwürdige Form angenommen. Das hier ist ein Modell, das Franziskaner in mühsamer Arbeit im 17. Jahrhundert angefertigt haben. Auch das war ein Souvenir für Touristen oder Pilger, allerdings für die, die sich sowas leisten konnten, also eher für gekrönte Häupter oder andere Adeligen, die die Stadt besuchten.